Wiedersehen. Mit Mummin, Schnuffgen und Klein Mü, beeilt euch schnell, gleich kommen sie. Gleich gibt's die Mummin. Das sind die Mummin. Gleich gibt's die Mummin. Das sind die Mummin. Die Mummins nehmen dich mit fort an einen märchenhaften Ort. Komm mit, gib ihnen deine Hand und fliege mit ins Mumminland. Das sind die Mummin. 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 Die Mummins laufen kreuz und quer den Abenteuern hinterher. Was dann passiert, das seht ihr gleich in der neuesten Geschichte aus dem Mumminreich. Wir sind gleich bei der Mumminfamilie. An jenem Tag hatte es schon am frühen Nachmittag begonnen zu regnen. Und alle waren im Haus, als Tudiki zu Besuch kam. Schönen guten Tag, Mumin. Guten Tag, komm schnell rein. Mama, Tudiki ist gekommen. Ich habe die Nini mitgebracht. Komm rein, Nini. Nini? Wo ist sie denn? Ich habe sie gar nicht gesehen. Weißt du, sie ist ganz furchtbar schüchtern. Nini! Na, komm doch rein. Aber da ist ja niemand. Oh doch, sie ist schon da, nur kannst du sie nicht sehen. Wirklich? Ja. Ja, sie ist, wie ich sagte, ganz schrecklich schüchtern. Wir lassen einfach die Tür offen, dann kann sie reinkommen, wann es ihr passt. Inzwischen wird sie aber patschnass. Vielleicht macht das jemandem, der unsichtbar ist, ja gar nicht so viel aus. Ach, wie nett. Tudiki. Auf was starrt ihr denn da alle? Nun erzähl uns mal, was mit dieser Nini los ist. Wisst ihr, wenn jemand ganz besonders empfindlich und sehr furchtsam ist, kann es passieren, dass er plötzlich unsichtbar wird. Das ist mit Nini geschehen. Nein, sowas. Da war also diese Tante, die auf Nini aufpasste, weil sie das für ihre Pflicht hielt. Sie mag Nini nicht und war deshalb sehr gemein und ekelhaft zu ihr. Nicht, dass sie geschrien hätte und böse geworden wäre, das ginge ja noch. Sie hat sie auch nicht etwa geschlagen. Nein, nein, sie ist eine vom eiskalten Typ, versteht ihr? Immerzu sarkastisch, eine furchtbare Frau. Was ist denn sarkastisch? Sarkastisch. Also nehmen wir mal an, du stolperst und fällst über den Teetisch. Was würde deine Mama dazu sagen? Sie würde sagen, hast du dir wehgetan? Sehr gut, da hast du aber Glück, Mumin. Die meisten Leute würden nämlich böse werden, aber diese gewisse Dame würde in dem Fall sagen, dies mag deine Vorstellung vom Tanzen sein, aber bitte nicht im Essen von anderen. Siehst du, das ist sarkastisch. Das ist ja echt ekelhaft. Das ging den ganzen Tag so bei dieser Frau, monatelang. Und da begann Nini allmählich zu verschwinden. Wurde mehr und mehr unsichtbar und letzten Freitag war sie ganz weg. Ich kann sie gut begreifen. Wer kann denn solchen Sarkasmus aushalten? Wie schrecklich. Die Tante hat sie mir überlassen und hat gesagt, auf unsichtbare Verwandte könnte sie nicht aufpassen. Hat sie gesagt, genau so. Na und du, was hast du mit der Hexe gemacht? Hast du ihr ordentlich eins über die Birne gehauen? Das nützt bei so einer sarkastischen Tante überhaupt nichts. Ich habe Nini mit zu mir genommen und sie jetzt hierher zu euch gebracht, weil ich glaube, dass ihr die einzigen seid, die sie wieder sichtbar machen können. Nun, wir fühlen uns natürlich sehr geschmeichelt, aber meinst du denn... Wenn es irgendjemand schafft, dann ganz bestimmt die Mumin-Mama. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wie ist es? Spricht sie denn wenigstens? Seit sie unsichtbar ist, hat sie kein Wort mehr gesprochen. Meine Güte. Ich würde ja gern mit ihr spielen, aber beim Versteckspiel zum Beispiel würde sie immer gewinnen. Das ist doch klar. Das wäre sehr ungerecht. Ach, ich vergaß. Die Frau hat ihr ein Glöckchen um den Hals gehängt, damit man immer weiß, wo sie ist. Da, die Tür ist aufgegangen. Ja, genau, das muss sie sein.
Da bist du ja endlich, Nini. Komm doch rein. Du brauchst keine Angst zu haben. Komm nur her. Hier bei den Mumins ist dein neues Zuhause. Das ist eine ganz liebe Familie. Mumin Papa, Mumin Mama und ich bin Mumin, Snorkfräulein Kleinmüh und Sniff. Wir waren eben beim Tee trinken, weißt du? Vielleicht möchtest du auch eine Tasse Tee, ja? Oder vielleicht eine Limonade. Ich mache die Limonade immer selbst. Hier entlang, Nini. Ich bin furchtbar neugierig, ob man es bei ihr innen sieht, wenn sie trinkt. Tut mir sehr leid, dass ich euch nicht mehr über sie erzählen kann, aber das ist alles, was ich weiß. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass ihr es schafft. Wir werden uns große Mühe geben. Hier, bitteschön, Nini. Ich muss mich nun leider auf den Weg machen. Ich habe zu Hause noch unheimlich viel zu erledigen. Ich komme ab und zu vorbei, um zu sehen, was ihr erreicht habt. Wenn's jemand schafft, dann seid ihr's. Wir versuchen es. Auf Wiedersehen. Ach, Ja? Waren da denn nicht noch andere Gäste bei euch? Ich glaubte, davon gehört zu haben. Oh ja, Fifslan und Tofslan haben hier gewohnt, aber die sind vor kurzem ausgezogen. Ach so, dann lebt wohl. Oh, du hast alles ausgetrunken. Möchtest du vielleicht noch mehr? Mach's gut, ja? So, dann zeige ich dir mal dein Zimmer. Komm nur mit. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ich habe dir Licht gemacht. Ich blase die Kerze nachher wieder aus. Ich habe noch eine Limonade hingestellt, damit du trinken kannst, falls du in der Nacht Durst bekommst. Aha, du möchtest offenbar schlafen gehen. Ja, mein Schatz, leg dich hin und deck dich schön zu. Ich wünsche dir, dass du schöne Träume hast, Nini. Falls du irgendetwas brauchst oder dich einsam fühlst in der Nacht, dann komm ruhig zu mir rüber und weck mich auf, ja? Indem du einfach mit deinem Glöckchen an meinem Ohr klingelst. Dann schlaf gut, mein Kind. Vielleicht finden wir ein Heilmittel für sie in Großmutters altem Notizbuch, in das sie alle Rezepte geschrieben hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es Medikamente gibt, die bei Unsichtbarkeit helfen können, Papa. Ich denke, da wird es bestimmt was geben. Auf jeden Fall könnte ich ja mal nachsehen. Glaubst du wirklich, es gibt ein Mittel? So, da ist es ja. Verstauchter Fuß, böser Blick, Melancholie. Ja, das hier muss es sein. Erst am Ende des Buches, schon mit zitternder Hand hineingeschrieben, fand Muminmama eine Notiz, die wohl das Richtige sein musste. Es stand dort: Arznei, die verabreicht wird, wenn die Person immer verschwommener und nur noch schwer zu erkennen ist. Es war ein sehr kompliziertes Rezept. Also, ich hoffe, dass es auch tatsächlich wirkt. Sei unbesorgt. Großmutters Rezepte haben immer gewirkt. Das ist wohl wahr. Wie ist es denn? Schläft die Kleine noch da oben? Donnerwetter, Ninis Schuhe sind sichtbar.
Guten Morgen, Klein Mü. Sag, ist sie schon aufgestanden? Ja, ja, das ist sie. Wo ist sie? Hat sie schon was gegessen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist sie unten im Wohnzimmer. Oh, du meine Güte! Wo ist sie? Hast du sie schon gesehen? Ja, sag schon. Seid bitte still, ihr beiden. Sie nimmt gerade eben ihre Medizin. Na komm, Nini, ein Schlückchen für Mumin. Gut so, das ging doch. Es müsste in ein paar Stunden wirken. Schaut, da baumeln ihre Schuhe. Na siehst du, ihre Füße sind schon sichtbar geworden. Mir gefallen ihre Füße nicht. Ich finde, es sind sehr hübsche Füße. Ich weiß zwar, dass die Rezepte von Mumins Urgroßmutter gut sind, aber so schnell geht's nicht. Man ist sicher hässlich, wenn man sich entschließt, unsichtbar zu werden. Kümmere dich nicht um das Gerede von Klein Mü. Die muss einfach boshaft sein. Sie kann nicht anders. Schade, man kann immer noch nicht sehen, wie das Essen in ihr runterrutscht. Was wollen wir denn heute unternehmen? Wie wär's denn, wenn wir Pilze sammeln? Ach, das ist langweilig. Ich finde nie welche. Ich schon. Würdest du da gerne mitmachen, Nini? Gut, das wäre also abgemacht. Schauen wir mal, wo wir die meisten finden. Du musst mir aber sagen, welche man essen kann. Für mich sehen die Dinger nämlich alle gleich aus. Pilze! Papa, Papa! Schau doch, jetzt können wir schon Ninis Schuhe sehen. Gut. Es gibt kaum etwas, das Mamas Medizin nicht heilt. Aber an der Medizin kann's nicht liegen. Sie hat sie eben erst genommen. Vielleicht wirkt sie ohne Körper schneller. Könnte ja sein. Ich denke eher, es liegt daran, dass sie von ihrer Tante weg ist. Na ja, möglich. Mama, wir wollen Nini zum Pilzesammeln mitnehmen. Das finde ich sehr gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo ist denn Nini? Das ist ja toll. Der ganze Korb ist voller Pilze. Noch nicht mal halb so viele. Wie macht sie das nur? Vielleicht kann man mehr sehen, wenn man selbst nicht gesehen wird. Hey, Mumin, wie viel hast du schon? Oh, toll, du hast ja viermal so viel, wie ich habe. Naja, man tut, was man kann. Bis jetzt hattest du noch nie so viel. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich verstehe, die hast gar nicht du gesammelt. Na ja, aber das sind auch nicht wenig, schau. Ich wette, ihre gemeine Tante hat ihr das Pilzesammeln nie erlaubt, deshalb entwickelt sie jetzt solchen Eifer. Wahrscheinlich durfte sie bei ihr überhaupt nichts machen, höchstens die Körbe tragen. Das muss eine grässliche Frau sein. Da kommt Stinky. Was führt der wieder im Schilde? Soll ich ihn mal in die Nase beißen? Na, Mumin, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Mir war's recht. Das letzte Mal hast du meinen Badeanzug in Leim getaucht. Aber das war doch unheimlich komisch. Warum schwebt denn dieser blöde Korb ganz allein in der Luft? Ich möchte nicht unhöflich sein, aber das geht dich überhaupt nichts an. Das Werk des Kobolds, Mann, wenn ich mir überlege, was ein unsichtbarer Bursche alles anstellen könnte. Ich trage deinen Korb, Nini. Los, gehen wir nach Hause. Ja, gehen wir, Nini. Hey, wartet mal. Ist Nini ein Name oder nur so eine Bezeichnung? Die Stimme scheint ja auch unsichtbar zu sein. Hör sofort auf, Stinky. Du erreichst damit nur, dass sie es mit der Angst bekommt. Ein Mädchen also, und heißt ja wirklich süß, einfach entzückend. Und Nini, der Name, passt dazu wie die Faust aufs Auge. Also, Stinky, jetzt reicht's. Reicht's? Mit was soll's denn reichen? Hör sofort auf, Nini zu ärgern, sonst werde ich dir mal eine andere Seite von Mumin zeigen. Ohne diese Füße könnte man sie perfekt gebrauchen, um ein ganz großes Ding zu drehen. Sie würde dir überhaupt nichts nützen, weil sie langsam wieder sichtbar wird. Gestern zum Beispiel konnte man noch nicht mal ihre Füße sehen. Oh nein. Na, sieh doch mal, da verschwinden sie gerade wieder. Ich glaube, man braucht sie nur ein bisschen zu erschrecken. Dann kratzt sie die Kurve. Du bist da
schon. Jetzt kann man sie wenigstens für irgendwelche Gaunereien benutzen und niemand wird sie entdecken. Damit wäre sie nie einverstanden und verlass dich drauf. Jetzt werden wir erst recht dafür sorgen, dass sie wieder sichtbar wird. Und Großmutters Zauberarznei wird uns dabei helfen. Jawohl! Von wem stammen denn diese Pilze hier? Von kleinen Mü und mir. Nun, wenigstens sehen sie recht schön farbenfroh aus. Wir konnten ja nicht so viele finden, weil Nini die meisten Pilze schon vor uns erwischt hat. Es geht nicht darum, dass es zu wenig sind, aber diese Pilze, seht mal, sind nicht essbar. Ein Knollenblätterpilz und ein Fliegenpilz. Seht sie genau an und merkt sie euch. Und die hier stammen wohl von Sniff und Mumin. Aber wir haben keine giftigen gesammelt. Wirklich? Ich würde sagen, das ist eine Stinkmorchel. Und was ist das für eine? Er hat leider auch Fliegenpilze heimgebracht. Das sieht schon anders aus. In Ninis Korb sehe ich keinen einzigen giftigen. Wie hat sie es nur geschafft, ganz alleine so viele Pilze zu sammeln? Wo bist du denn, Nini? Komm, zeig dich uns. Hey, du Pilzprinzessin, du wirst hier gewünscht. Das hast du gut gemacht, Nini. Heute Abend werden wir davon ein herrliches Pilzgericht zaubern. Hey, da sind ihre Füße wieder. Ach, ist das schön, Nini. Bald werden wir sicher dein Gesicht sehen können. Ja, das wird bestimmt nicht mehr lange dauern. Und wegen Stinky brauchst du dich nicht zu grämen. Der redet immer so dummes Zeug daher. Wenn dich jemand ärgert, dann denk gleich an was anderes. An was Hübsches, das ist mein Grundsatz. Nein, wenn dich wer ärgert, dann beißt du ihn einfach in die Nase. So mache ich das auch. Jemand, der so klug und umsichtig Pilze sammeln kann, verdient es jedenfalls, wieder vollkommen sichtbar zu werden. Findest du nicht? Da, da, ihr Rock ist zu sehen. Ach, ist das schön, Nini. Gratuliere, Nini. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, dich endlich ganz zu sehen. So ist es. Aber dann solltest du etwas Hübsches, Farbiges zum Anziehen haben. Morgen darfst du mal richtig ausschlafen. Schlaf, solange du magst. Träum was Schönes. Gute Nacht. Wo ist denn Mama? Was um alles in der Welt tust du da, Mama? Hast du mal auf die Uhr gesehen, wie spät es ist? Na, wie gefällt dir das? Donnerwetter, das ist wunderhübsch. Es ist doch nett, jemanden im Haus zu haben, der ein Kleid trägt. Was meinst du, ob es ihr stehen wird? Was ist das? Eine Haarschleife. Guten Morgen, du bist aber heute früh dran. Wo ist Nini? Oben, sie schläft noch. Guten Morgen, Klein Mü. Ist schon mehr von ihr zu sehen? Komm doch rein. Das ist fast wie Weihnachtsgeschenke auspacken. Ja, genau. Es ist, als ob man jeden Tag eins auspackt. Findest du nicht, Papa? Ja, das stimmt. Also, wenn ihr mich fragt, so finde ich es noch viel, viel aufregender als Weihnachten.
Ah, ich habe gehört, wie die Tür aufgegangen ist. Sie ist aufgestanden? Ich hoffe sehr, dass ihr das Kleid und die Haarschleife gefallen. Sieht sie nicht wunderhübsch aus? Jetzt weiß man, wohin man bei ihr sprechen muss. Na ja, schon. Mit Fantasie? Ich danke euch von Herzen für alles. Jetzt kann sie auch sprechen. Obwohl Ninis Gesicht noch nicht zu sehen war, bedeutete es doch eine große Erleichterung, dass sie sprach. Denn wenn man zu jemandem spricht, der nicht antwortet, kommt man sich ein wenig lächerlich vor. Und man sagt vielleicht auch lächerliche Dinge. Hinter den Bergen und Bäumen verborgen, da liegt momentan eine Welt ohne Sorgen. Beim nächsten Mal kommt wieder mit, ich führe euch dorthin. Im blauen Turmhaus hoch unter dem Dach liegt Mumin im Mondschein, ist immer noch wach und freut sich auf den nächsten Tag, was er bringen mag. Was er bringen mag. Sie lieben das Lachen und lieben das Leben, die Mumins. Sie lieben die Wolken und darauf zu schweben, die Mumins. So wundersam schöne Geschichten geschehen in Mumintal, ihr könnt sie bald wiedersehen, die Mumins.